Vergangenen September hat Apple erst die iPhone 13 und 13 Pro Modelle vorgestellt, doch jetzt haben wir schon die ersten iPhone 14 Leaks am Start und die wollen wir uns heute gemeinsam einmal mit euch anschauen und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Kurze Info, für alle Leute, die sich das Ganze nochmal selbst durchlesen wollen, habe ich unten in der Videobeschreibung nochmal alle Quellen verlinkt. Okay Freunde, starten wir direkt mal mit dem für mich und wahrscheinlich auch für die meisten Leute wichtigsten Punkt rein. Und zwar in Sachen Face ID bzw. Touch ID legen wir hier direkt mal los. Und zwar schaut es so aus, als ob wir tatsächlich leider kein Touch ID oder auch kein Face ID unterm Display bekommen werden, was ich persönlich wirklich sehr, sehr schade finde und mir das auch wirklich sehr gehofft und erwünscht hätte, dass das Ganze im iPhone 14 dann kommt, weil es einfach wirklich eine Sache ist, die gerade in der Maskenzeit wirklich immens toll ist. Ich meine, klar, natürlich kam das Update auch und so, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr jetzt auch mit Maske euer Handy per Face ID entsperren, aber erstens ist Touch ID trotzdem ganz praktisch und auch durchaus schnell. Und ich meine, jedes Android-Smartphone hat das eigentlich heutzutage auch. Also warum Apple? Warum? Und außerdem, unterm Display Face ID zu haben, sorgt natürlich auch dafür, dass wir endlich oben keine riesige Notch mehr haben. Und das wäre natürlich auch ein absoluter Traum. Ja, ich verstehe es einfach nicht, Apple. Vielleicht, okay, unterm Display Face ID zu verbauen, ist noch etwas schwieriger. Aber gerade Touch ID unterm Display hätte ich mir wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gewünscht. Finde ich schade, dass das Ganze höchstwahrscheinlich nicht kommen wird. Aber natürlich sind auch diese Leaks immer mit Vorsicht zu genießen. Denn, wie gesagt, sind es halt auch nur Leaks und nicht bestätigte Fakten. Also von daher, verurteilt mich bitte nicht, wenn es am Ende doch anders kommt. Ich wünsche es mir natürlich, aber aktuell schaut es einfach so aus. Dies soll allerdings nicht für die neuen Pro-Modelle gelten. Denn hier soll ein Punch-Hole zum Einsatz kommen, in dem sich die Kamera, die Frontkamera befinden wird. Und zusätzlich ja ein pillenförmiges Loch auch noch im Display nebendran zum Einsatz kommen, in dem dann die Face-ID-Sensoren verbaut sein sollen. Also wenigstens hier gibt es ein kleines Upgrade, allerdings trotzdem immer noch schade, wie gesagt, dass es halt eben nicht einfach direkt alles unter dem Display ist. Kommen wir zum Punkt Kamera, speziell in Sachen iPhone 14 Pro bzw. Pro Max, denn da schaut es aktuell so aus, als ob wir tatsächlich das erste Mal nun eine größere Kamera bekommen könnten, und zwar eine 48 Megapixel Hauptkamera. Das finde ich ist auch eigentlich schon wirklich überzeitig und bin wirklich froh, dass es nun endlich auch kommt, denn ich meine, die 12 Megapixel sind zwar schön und gut, aber wir wollen ja nicht unbedingt jetzt immer nur über die Android-Konkurrenz sprechen und uns damit vergleichen, aber ihr wisst, was ich meine. iPhones machen zwar tolle Fotos, aber ein bisschen mehr an Auflösung schadet natürlich nie. Von daher finde ich das echt toll. Finde es aber andererseits auch schade, dass es einfach nur in den Pros kommt und nicht in den normalen iPhones. Aber okay, so ist es anscheinend laut Leaks bisher. Reden wir mal über den Punkt Leistung. Momentan gehen tatsächlich ein paar Leaks davon aus, dass wir eventuell immer noch im iPhone 14 den A15 Bionic Chip verbaut bekommen könnten. Davon gehe ich persönlich aber ehrlich gesagt nicht wirklich aus, weil ich meine, das hat jetzt Apple schon viele Jahre nicht mehr gemacht, dass sie zwei Generationen lang denselben Chip verbauen. Und gerade wie man auch sieht, ist da Apple ziemlich hinterher, was Leistung angeht, gerade auch mit dem M1 bzw. dann der nächsten Generation den M2 Chip. Also zeigen hier ganz klar, in welche Richtung das eigentlich geht, in welche Richtung ja Prozessoren gehen können leistungstechnisch. Von daher kann ich es mir wirklich nicht vorstellen, dass sie sich darauf jetzt ausruhen, in dem iPhone 14 wieder denselben Chip wie im iPhone 13 verbauen. Aber okay, werden wir auf jeden Fall sehen. Glaube ich noch nicht so ganz, sagen aber zumindest manche Leaks. Wollte ich hier nur nochmal erwähnt haben. Ich glaube, der spannendste Part für die meisten von euch und auch für mich ist tatsächlich ein neues iPhone in dieser Reihe, und zwar soll das iPhone 13 oder auch 12, bisher diese iPhone Mini Reihe mit diesem wirklich sehr kleinen Display, nun doch ersetzt werden tatsächlich durch ein größeres Smartphone, man glaubt es tatsächlich kaum, und zwar soll das iPhone 14 Mini dann nicht mehr existieren und anstelle dessen dann das iPhone 14 Max
kommen. Ja? Und das iPhone 14 Max soll trotzdem keine Pro-Features haben, also es wird kein Pro-Gerät werden. Es wird wahrscheinlich auch weiterhin das iPhone 14 Pro Max da nochmal geben. Allerdings halt auch ein iPhone 14 Max zum normalen iPhone 14. Und das soll im Endeffekt dann relativ identisch zum normalen iPhone 14 werden, nur dass es dann auch ein größeres Display bekommt. Manche Leaker gehen davon aus, dass das Ganze tatsächlich ein 6,7 Zoll Display werden könnte. Und das wäre natürlich schon auch richtig geil, weil das ist halt so ein Punkt, bei dem ich mich auch so ein bisschen geärgert habe, als ich mir mein iPhone geholt habe. Denn ich brauche nicht unbedingt irgendwelche Pro-Features, mir reicht an sich das normale aus, aber das Display ist halt schon nicht gerade das größte und die Leute, die halt eben auf große Displays stehen, ja, gehen da so ein bisschen leer aus und von daher bin ich da wirklich sehr, sehr froh, falls das Ganze tatsächlich kommen sollte. Man weiß nicht genau, wie es heißen wird, also entweder irgendwie iPhone 14 Plus oder halt eben iPhone 14 Max. Auf jeden Fall soll, wie gesagt, ein größeres Display zusätzlich noch kommen mit einer größeren Version des normalen iPhones. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, absolut geile Sache. Bleiben wir bei den Geräteabmessungen und kommen wir zum Gehäuse. Und zwar, um genau zu sein, zu den Kameras hinten. Und zwar soll es so sein, dass nun endlich auch die Kameras an sich in das Gehäuse versenkt werden sollen, sodass das Gehäuse wirklich von hinten flach zum Beispiel auf einem Tisch aufliegt, ohne dass da ein nerviger Kamerahubbel raussteht. Und das ist natürlich richtig cool, gerade auch was Kratzanfälligkeit angeht und sowas. Wirklich eine absolut geile Sache, die ich mir eigentlich auch schon in der letzten Generation gewünscht habe und hoffe einfach wirklich, dass das dann auch jetzt endlich so im iPhone 14 kommt. Reden wir über das verbaute Display. Und zwar haben wir es schon vorhin gehört, dass es anscheinend auch ein iPhone 14 Plus oder auch Max genannt geben soll, ohne das Pro drin. Und hier soll es auch eventuell so sein, laut einigen Leaks, dass wir hier eine höhere Bildwiederholrate bekommen, also eine höhere Herzrate, mit der der Bildschirm aktualisiert wird. Das heißt, wir bekommen hier eventuell nicht auch nur 60 Hertz, sondern eventuell sogar 90 Hertz. Da ist man sich aber nicht ganz einig, also ob da zum Beispiel auch ein LTPO-Panel verbaut werden wird oder ein normales LTPS-Panel. Wir wissen es noch nicht genau, aber es ist wie gesagt möglich, dass hier ein kleiner Schritt nach vorne gemacht wird. Ob da tatsächlich 120 Hertz reinkommen, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall geht man auch stark davon aus, dass das normale iPhone 14 leider weiterhin mit einem normalen 60 Hertz LTPS-Panel ausgestattet werden wird und von daher leider absolut kein Bildschirm-Upgrade spendiert bekommen wird. Was sehr schade ist. Zu guter Letzt wird es dann noch etwas technischer. Und zwar könnte es tatsächlich passieren, dass nun auch alle iPhone 14 Modelle dieselbe Anzahl an RAM, also an Arbeitsspeicher, spendiert bekommen. Das bedeutet, dass wir hier dann eventuell auch in allen Modellen 6 GB Arbeitsspeicher anstatt den normalen 4 GB, die wir bisher bei den Non-Pro-Modellen gesehen haben, bekommen. Und das wäre natürlich auch echt cool, denn das bedeutet, wir haben hier noch mehr Flexibilität fürs Multitasking, gerade in Kombination mit den immer sehr, sehr starken Prozessoren von Apple. Und das wäre natürlich halt wirklich auch eine Sache, die ja eigentlich echt chillig wäre und die auch meiner Meinung nach nicht unbedingt nur ein Pro-Feature ist. Von daher hoffe ich, wie gesagt, auch, dass das Ganze tatsächlich so kommt, obwohl man auch sagen muss, Apple kriegt es sehr, sehr gut hin, durch sein iOS-Betriebssystem mit wenig Arbeitsspeicher sehr viel anzustellen. Also auch da, ja, hatte ich bisher nie schlechte Erfahrungen gemacht, trotz 4 GB RAM. Davor 6 GB RAM Android-Smartphone gehabt. Ja, iPhone läuft leider trotzdem besser. Muss man halt dazu sagen, das kann halt Apple einfach betriebssystemmäßig, können sie halt einfach was krass abliefern. Von daher denke ich mal nicht, dass das Ganze so schlimm werden wird. Ja, Speicher ist natürlich immer so eine Sache bei Apple, denn da sind sie leider teils schon etwas geizig im Vergleich zu ihrer Konkurrenz. Aber auch hier soll es tatsächlich so sein, dass wir hier wieder standardmäßig dann 128 GB sehen werden, auch in den normalen Modellen, und das Ganze dann hochgehen wird bis zu 1 TB bei den Pro-Modellen. Also hier wird sich dann wahrscheinlich auch wieder gar nichts weiter ändern. Von daher, ja, wollte ich das Ganze einfach nur mal kurz erwähnt haben, aber das bleibt im Endeffekt dann genau dasselbe wie beim iPhone 13 bisher auch. Okay.
Okay, Freunde, das soll es jetzt dann aber auch gewesen sein von dem Video hier. Ich hoffe, da waren manche Dinge dabei, die ihr spannend fandet, die ihr noch nicht wusstet oder so. Natürlich sind das Ganze bisher auch nur Gerüchte, beziehungsweise halt eben Leaks, was ja im Endeffekt auch nur Gerüchte sind. Es ist halt eben nichts offiziell Bestätigtes und somit halt eben alles nicht safe, dass das Ganze so kommen wird. Ich hoffe, das wisst ihr natürlich auch, deswegen wiederhole ich es hier gerne auch nochmal. Also bitte macht mich dafür nicht verantwortlich dann. Man kann so etwas nicht klar sagen, es sind nur, ja, halt eben Gerüchte. Aber ich finde sie trotzdem spannend und ich denke auch, dass da durchaus viele davon zutreffen könnten, weil es halt einfach auch realistisch ist. Und ja, von daher, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, welches Gerät ihr momentan benutzt, also euren Daily Driver, also welches Handy ihr habt. Und ob ihr euch, wenn diese Specs so stimmen sollten, dann das iPhone 14 holen würdet oder dann eher nicht. Würde mich mal echt interessieren, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde sagen, das war es jetzt hier. Haut rein, ich bin raus. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ciao.